Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal, ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Eigentlich nicht so viel. Wir sind, was den Weg Richtung Kaja Grenzfort angeht, minimal weitergekommen, aber nicht besonders weit. Ich glaube nur das kleine Stückchen hier. Denn wir haben beim letzten Mal uns auf die Suche nach ein paar Metallblumen begeben. Und weil das so unspannend war, machen wir an dieser Stelle genau damit weiter. Denn hier haben wir schon das nächste Metallblumen-Areal. Und da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Allerdings müsste das genau in dem Gebiet sein, wo auch zwei Sägezähne unter anderem ihr Unwesen treiben. Was haben wir denn da? Das sind erstmal normale langsam, Wächter. Langsam. Ja, wir sind immer ganz langsam. Das gesamte Let's Play ist relativ langsam, Eloy, was den Fortschritt angeht. Und da sehe ich schon einen der Sägezähne. Einen haben wir beim letzten Mal bekämpft. Einigermaßen souverän. Aber von denen wissen wir eben, die dürfen uns im Nahkampf bloß nicht erwischen. Und wir müssen auf jeden Fall früher oder später den Luhebehälter unterm Bauch erwischen, damit dieser explodiert und er erstmal die Hälfte an Schaden er leidet. Vielleicht sollten wir uns dann doch erstmal um die Wächter kümmern. Ich hoffe, ich treffe ihn. Nein, natürlich nicht. Okay, der Sägezahn ist nicht drauf aufmerksam geworden. Das ist schon mal gut. Oh, aber der andere Wächter. Aber der Wächter kann jetzt nichts mehr signalisieren. So, ich muss unbedingt mal wieder nebenbei den Medizinbeutel füllen. Denn je länger die Reise geht, desto mehr Schaden bekommen wir auch ab. Warum bist du... Denn mit Sägezähnen ist nicht ein Kirschenessen. Ich glaube, die mögen nämlich keine Kirschen. Und deswegen, wenn man ihnen eine Schwarzwälder Kirschtorte anbietet, reagieren sie immer sehr allergisch darauf. Ich weiß nicht, was ich da gerade labere, sorry. Einfach nur, um meine Angst zu überbrücken. Apropos überbrücken, ich würde auch gerne den Sägezahn. Das ist doch die Idee. Nein, nicht hierher gucken, du doofes Viech! Alter. Genau, dreh dich da mal hin. Denn wir könnten ja theoretisch den überbrücken. Was hast du denn für einen Laufweg? Ach ja, guck mal, zufälligerweise läuft er genau hier vorbei. Dann warten wir mal einen kleinen Moment. Ach ja, guck dir nicht so lange um. Lauf weiter. Geh deinen Routineweg, wie du es Tag ein, Tag aus machst. Was ich mich noch frage, was ich nicht weiß, wenn wir ihn überbrückt haben und ihn dann angreifen, bleibt er dann trotzdem überbrückt oder greift er uns dann irgendwann an? Ich möchte es jetzt nicht unbedingt bei einem Sägezahn ausprobieren, aber nur so ganz generell wäre das interessant zu wissen. Mach nicht immer so viele Zwischenstops. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Mein Freund. Das war ein Rüstbauteil abgefallen. Das wollte ich nicht. Sorry. So, aber solange du freundlich gesinnt bist auf unserer Seite, kann uns hier ja eigentlich nichts passieren. Und wir können uns mal hier in aller Ruhe nach der Metallblume eventuell auch Ausschau halten. Was haben wir da? Eine Ratte. Ist der Sägezahn übrigens die ganze Zeit auf unserer Seite? Das scheint nämlich nicht zeitbasierend zu sein. Bei den Wächtern war ja immer so eine Zeitanzeige, wie lange er überbrückt bleibt, aber bei ihm steht überhaupt nichts. Gut, dann nutzen wir das mal ganz kurz. Sammeln ein bisschen heilende Kräuter und Verderbniswurzeln. So.
Leider können wir dem Viech ja keine Befehle geben. Das wäre ziemlich cool, wenn wir ihm sagen könnten, du läufst jetzt da hinten hin und machst alles platt. Oder so. Wir sind übrigens außerhalb des Areals der Metallblume. Den Wächter können wir mal kurz plündern. Was haben wir denn da? Ein Truthahn. Der mächtige Truthahn ist auch wieder um diese Zeit unterwegs. Bestimmt ist die Metallblume da mitten im Areal, oder? Wobei, nee, kann eigentlich gar nicht. Übrigens, eine verdorbene Zone ist auch schon wieder ganz, ganz in der Nähe. Und die werden wir uns wahrscheinlich auch bestimmt gleich noch kümmern. Vorausgesetzt, dass ich diese blöde Metallblume finde. Ah, das hasse ich immer so ein bisschen. Diese doofe Sucherei ist für euch zum Zuschauen, ich kann es nachvollziehen, alles andere als spannend. Was haben wir denn da? Wir haben sie gefunden. Sollte ich mal häufiger machen, den Fokus dazu zu benutzen, die Metallblumen zu finden. Hä, wo war sie denn jetzt? Ach da, gar nicht so weit oben. Auf jeden Fall gut versteckt. Hallo Metallblume, Modell 1, Nummer J. Und da fehlt uns jetzt nur noch eine einzige Metallblume aus dem ersten Set. Das Ordnen und Verwirren der Weide liegt am Wind. Noch 3 Gegenstände brauchen wir nur, um Set 1 vollständig zu kriegen. Kamera, wo muss ich hier wieder raus? Da. Geht's nach unten. So, der Sägezahn ist immer noch überbrückt. Und was ich jetzt doch vielleicht gerne ausprobieren möchte. Ihn anzugreifen und dann eben zu schauen. Ach, der ist gar nicht mehr überbrückt. So viel dazu. Wir verpieseln uns mal. So, und wir laufen direkt in das nächste Areal. In ein Wächterareal, wobei das ist doch erst da hinten. Auf jeden Fall, die verdorbene Zone ist gar nicht weit. Da müssen wir einfach den Weg folgen. Dann machen wir das mal als nächstes. Da läuft noch ein Karnickel. Was haben wir da? Da fängt die Zone praktisch an. Heidkopf-Areal ist hier auch noch. Was gibt's denn hier alles? Wow, und die Verderbnis. Ist hier schon zu spüren. Verdorbene Zone. Das Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern. Tja, da wird wahrscheinlich niemand mehr leben. Bis auf eben die verdorbenen Maschinen. Ist nur die Frage, was für Maschinen laufen hier rum? Ein Wächter? Noch ein Wächter? Solange es nur Wächter sind, sollten wir damit ganz gut zurechtkommen. Wir wissen ja, sie haben eine Feuerschwäche. Selbst die Bäume werden schon von der Verderbnis angefallen. So, was haben wir da hinten? Nix. Alles Wächter anscheinend. Wie gehen wir hier vor? Vor den Wächtern habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Respekt. Oh, da ist ein Plünderer. Und ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Gott, verdammte Axt. Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Ich wollte den Bogen eigentlich wieder zurückspannen. Oh, da war eine Gans. Dann könnte zumindest der Lurbehälter mal explodieren. Könnte, tut er aber natürlich nicht. Ich bin geblendet. So, weiter etwa gerade wieder ein bisschen zu arrogant und ich stürme jetzt irgendwo, treibe fast irgendwo hinweg. Ja, sammelt euch mal alle schön auf einer Position.
Alter, schießt doch nicht von allen Seiten, das ist doch unfair. Das ist gerade echt wieder mächtig. Ja. Alter, ich will doch einfach nur analysieren. Das dauert schon eine halbe Ewigkeit. Ich wollte nicht vom Abzug lassen. Ich wollte doch nur den Bogen zurückspannen. So, er ist jetzt in einer ungünstigen Position. Tut mir leid für ihn. Beziehungsweise irgendwie tut mir das gar nicht leid. So. Plündern tun wir die ganzen Typen auf jeden Fall mal. Hallo, jetzt nimm den Shit. Take the shit and go away. So, denn die haben meistens auch Draht und den Draht, den brauche ich. So, wir sind glaube ich schon, ne, wir sind doch noch mitten in der verdorbenen Zone. Aber viele dürfen jetzt hier nicht mehr sein. Da ist noch ein... Hallo? Will die Waffe wechseln? Genau. Ein einzelner Wächter. Da wollte er wohl gerade seinen Blendangriff machen. Und das war's dann auch. Verdorbene Zone abgeschlossen. Mehr schlecht als recht. Aber egal wie, wir haben es geschafft. Und da fragt dann im Normalfall hinterher niemand mehr nach, wie genau wir es gemeistert haben. So, schon wieder viel zu viel Medizin verschwendet. Viel zu häufig getroffen worden. Aber da haben wir immerhin ein Lagerfeuer. Das aktivieren wir zugleich. Ein weiterer Schnellreisepunkt, dadurch freigeschaltet. In die Gebäude können wir wahrscheinlich nicht gehen, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Können wir das Ding zerkloppen? Tatsächlich. Und das bauen die natürlich ins Spiel ein, dass man einfach solche Körbe und sowas hier zerdeppen kann. Bringt uns bloß nichts. Außer perfektes Feuerholz. Perfekt zurechtgeschnitten. Das kann auch nur unsere Eloy. Oh, hallo Fuchs. Hey Fuchsi, ich will mich mit dir anfreunden. Haha, verarscht. Ich wollte nur dein Fleisch. Ich wollte nur dein Geld. So, okay. Gut, dann haben wir die Zone gesichert. Da unten ist das Breitkopfareal. Und wenn wir in die Richtung weiterlaufen, kommen wir zu einem Panoramapunkt. Und da in der Nähe ist auch schon wieder ein Banditenlager. Und ich sagte es ja schon, ich habe es schon angekündigt. Da haben wir einen Händler, okay. Dass ich, bevor wir zum Grenzwort gehen, auch noch dieses Areal ein bisschen erforschen wollen. Also ich will es auf jeden Fall erforschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir werden es definitiv tun. Aber jetzt erstmal zum Panoramapunkt, würde ich sagen. Was war das denn da gerade? Ach, ein Eber. Ich dachte gerade, was bewegt sich da denn? Im Mondschein. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. So, ich brauche Medizin. Keine Elementwurzeln und auch kein Holz. Ach, Eber. Ich habe wieder Aggression. Ich muss es wieder an jemanden auslassen. Tut mir ja leid. So, Schweinsknochen. Hoppala, was war das denn gerade? Sah aus wie ein Doppelsprung. Ne, Doppelsprung kann Eloy trotz ihrer Agilität dann eben doch nicht. So, Panoramapunkt. Normalerweise... Ah, ich sehe ihn schon von hier. Und wer ist da? Eine Vorratskiste, okay. Da müssen wir also nach oben. Banditenlager entdeckt, what? Okay, davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Stufe 9. Ich habe erst Stufe 29 gelesen. Nein. Da haben wir schon ein Banditenlager auseinandergenommen, was anscheinend schwieriger ist, nämlich das in Teufelsleid. Und hier irgendwo nach oben weiter. Da müssen wir hin. So. Da könnten wir auch nach oben. Ist die Frage, wollen wir das? Nö, müssen wir gar nicht. Denn da sind wir ja schon am Panoramapunkt.
Erstmal die Kiste wie immer plündern. Schockfallen sind wir voll. So, was war denn hier früher mal? Oh, und das Bild sieht jetzt wieder gerade bombastisch aus. Mit dem rot gefärbten Hintergrund muss es mal wieder sein. So, jetzt steht der Panoramapunkt da so ein bisschen im Weg. Guck mal, wir können ja noch die Uhrzeit einstellen, ne? Tageszeit. Vielleicht ein bisschen heller. Wir können sogar auf die Minute genau einstellen. Willst du mich verarschen? Da kommt die Sonne gerade hervor. Wie krass es einfach aussieht. Okay, raus aus dem Fotomodus und rein in den Panoramamodus. Bridal Falls. Ist das ein Name? Ich habe keine Ahnung. So, ich möchte auf jeden Fall. Haben wir hier keinen. Ach, da! In die Richtung müssen wir gucken. So sah das früher hier aus: Wald und eine Hütte. Genau am Abhang, die jetzt verbrannt ist. Können wir da auch hin? Natürlich können wir da hin. Liegt in der Nähe allerdings von zwei Zahn, dem Banditenlager. Gut, aber hören wir uns erstmal den Audio, das Panorama-Audio dazu an. Abuka Shitstorm, pur Tag 8. Verdammte Scheiße. Dieser fickte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ich war so ein Arschloch. Okay. Können wir davon jetzt auch ein Foto machen? Können wir. Ich glaube, das ist doch auch ein schönes Thumbnail. Das war mal ein schönes, bestimmt ein schönes Urlaubshaus. Mitten im Nirgendwo. Okay. Gut, und dann lesen wir natürlich auch noch die Notiz zu diesen vierten Panoramapunkt. Das war der letzte Panoramapunkt aus dem ersten Set. Uns fehlt nur noch ein Gefäß, von dem ich keine Ahnung habe, wo wir es finden können, und eine Metallblume. So, das Audio haben wir gerade gehört. Verdammte Scheiße, die... Genau. Er war so ein Arschloch. Und natürlich schreibt er wieder mal seiner Mutter. Ma, es ist unglaublich, dass ich hier auf diesen Ort gestoßen bin. Natürlich erinnere ich mich an deinen Unfall. Ich hatte nur vergessen, dass es hier draußen passiert ist. Das war vor Wyatt natürlich, als die Zeiten für uns echt hart waren. Ich war 10 oder 11 und habe schon jeden Tag Duster geraucht. Das da geraucht, das ist anscheinend eine Marke oder sowas. Und du hast immer gearbeitet in dem Job, um den du Metallurgic anbetteln musstest, nachdem du uns um die hinterbliebenen Rente betrogen hatten. Es war furchtbar, es muss furchtbar gewesen sein, für das 1,5-fache Grundgehalt einen Minenroboter in den Schächten zu warten. Aber so hast du uns durchgebracht. Als der Heber dich verletzte, sagte der Vorarbeiter, es sei deine Schuld gewesen. Er sagte, die Telemetrie zeige einen menschlichen Fehler, deinen. Als du mir erzählt hast, dass die Telemetrie gefälscht wurde, habe ich dir nicht geglaubt. Ich habe dir die Schuld an deiner Verletzung gegeben, genau wie die Firma. Ich war wirklich ein toller Sohn. Ich begriff die Situation überhaupt nicht. Die Abweisung einer Schadensersatzzahlung war der finanzielle Todesstoß. Wir wären fast auf der Straße gelandet. Und deshalb bist du mit deiner Beschwerde durch die Instanzen gegangen, immer höher, bis du schließlich in Wyatts Büro gelandet bist. Das ist interessant. So haben sie sich also mehr oder weniger kennengelernt. Er ordnete eine Untersuchung an, was richtig war, obwohl ich mich immer gefragt habe, wie objektiv seine Entscheidung wohl war. Tja, das weiß keiner mehr. Die Untersuchung bewies, dass die Telemetrie manipuliert wurden und dein Anspruch berechtigt war. Und mit dem Implantaten und der Kybernetik warst du bald so gut wie neu. Es sah so aus, als sei alles wieder heil, was kaputt gegangen war. Verdammt, nur 6 Monate später hat es mit Wyatt angefangen.
als wurde sogar noch unsere Armut behoben. Hm. Was wir natürlich nicht wussten, war, dass du vergiftet worden warst. Du warst Lubor 6 ausgesetzt. Es war in den Reinigungsmitteln, die du für die Robotergelenke verwendet hast. Es sollte noch Jahre dauern, bis wir etwas über die Langzeitwirkung erfuhren, aber der Schaden war schon angerichtet. Dieser verdammte Job, mit dem du dich ernährt und gekleidet hast, hat dich umgebracht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal Danke gesagt hatte. Dieser Ort soll verdammt sein. Okay, das war also eine Art Kurklinik, wo sie sich erholt hat. Man erfährt immer mehr und mehr über diese Panoramapunkte, über die Geschichte von diesen Typen, seinem Stiefvater und eben auch seiner Mutter. Aber warum hat er diese Reise angetreten? Das werden wir vielleicht bei Zeiten auch noch rausfinden. Auf jeden Fall wieder interessant, wie ich finde. Und ich würde auch gerne eigentlich mal da oben vorbeischauen. Oder ist das vielleicht das Banditenlager? Das könnte auch durchaus sein. Ich denke, da werden wir früher oder später so oder so hinfinden. Denn jetzt würde ich gerne als nächstes noch die zweite verdorbene Zone cleanen. Dazu müssen wir ein bisschen südlich reisen. Die Straße entlang. Und ich denke, das sollten wir in diesem Part eigentlich auch noch locker hinkriegen. So, hier war gerade die andere verdorbene Zone, ne? Oder? Einsam verlassenes Dorf. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendjemanden finden werden. Lagerfeuer entdeckt. Ach da. Okay, das werden wir auch gleich aktivieren. Ein Händler ist auch da in der Nähe. Na, guck mal, hier läuft noch ein kleiner Fuchsi. Da lief noch ein kleiner Fuchsi. Fuchshaut, sehr schön. Das Einzige, was ich vielleicht noch häufiger brauche, sind Waschbären. Wo sind Waschbären zu finden? Hier anscheinend auf jeden Fall nicht. Und das Lagerfeuer hatten wir vorhin aktiviert. Genau, das war hier die verdorbene Zone gewesen. Dann laufen wir zugleich zur nächsten und gucken mal, was uns dort für verdorbene Maschinen erwarten. Ich hoffe, keine Sägezähne oder so ein Späßchen. So, wir laufen genau dahin, wo ich hingehen wollte. Nämlich zum Händler. Ach, da ist der Händler. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Tut mir leid. Hast du irgendwas Neues? Nee, es ist immer noch der ganze alte Kram. Und ein Panzerwandererherz brauchen wir auch noch. Das muss ich mir unbedingt merken. Ansonsten, was Rüstungen angeht, habe ich, glaube ich, erstmal alles, was ich gerne so hätte. Von daher bin ich zufrieden und deswegen können wir hier mal, ich wollte speichern, nicht die Verderbniswurzeln einsammeln. So, jetzt haben wir gespeichert und laufen Richtung nächste verdorbene Zone, liebe Freunde. Denn wir stehen wieder ganz kurz vor dem Level Up. Mann, 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 das geht manchmal ganz schön schnell, vor allem wenn man echt die Jagdmission macht. Habe ich schon mal gesagt, aber ich finde, die sind einfach übertrieben, zu übertrieben, was die Erfahrungspunkte angeht. Was ist das? Schnappmäuler. Und eine Forelle. Das sind aber keine Verdorbenen. Das sind normale Schnappmäuler, die anscheinend hier ihr Areal haben. Und da, wo die beiden, das sind sogar drei, da wo die drei sind, würde ich gerne mal vorbeischauen. Die scheinen da irgendwas zu bewachen. Aber später. Denn jetzt haben wir die nächste verdorbene Zone. Und vielleicht sollten wir diesmal ein bisschen behutsamer vorgehen. Mit mehr Bedacht. Denn das ist doch ein verdorbenes Langbein. So, erstmal eine neue Quest. Können wir auch mal eben aktivieren. Aber ich wollte nur mal ganz kurz Maschinenarten. Nicht Lanzenhorn, sondern das Langbein. Denn gegen ein Langbein haben wir erst ein einziges Mal gekämpft. Schwäche gegen Schock hat der Körper. Okay, schon mal gut zu wissen. Der Beutel hat eine Schwäche gegen alles. Alarmsignal. Das sollten wir, glaube ich, zuerst erledigen. Denn damit kann das Vieh Verstärkung rufen.
Dass die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert Schallfernangriffe. Okay, das wäre auch nicht schlecht. Energiezelle. Schwäche gegen Schock und Abriss. Und die Flügel haben auch eine Schwäche gegen alles. Deaktiviert den Sturmangriff. Also das Viech hat eine ganze Menge verschiedener Moves drauf. Ich glaube nicht, dass wir das mit einem stillen Schlag besiegen können, oder? Plünderer haben wir da. Und noch ein Langbein. Zwei verdorbene Langbeine. Und ein Wildschwein. Jetzt wird das aber zu viel, ne? Also das Viech auf dem Laufweg. Sieht nicht so aus. Da können wir keine Spur markieren von den Viechern. Alte Trümmer, okay. Scheinen also in Anführungszeichen nur drei Gegner zu sein. Ich dachte gerade, er will uns angreifen, weil er uns entdeckt hat. Vielleicht sollten wir uns erstmal um den Plünderer kümmern, aber da sehe ich nirgendwo hohes Gras. Versuchen wir mal von der anderen Seite zu kommen. Wäre schön, wenn wir erstmal den nervigen Plünderer irgendwie ausschalten könnten, aber hier ist, da ist hohes Gras. Was zur Hölle machen die da? Und ich frage mich, ob wir die vielleicht auch mit einem versteckten Schlag ausschalten können. Ich traue mich nicht darüber zu laufen, denn da ist eine kurze Stelle, wo kein hohes Gras ist. Was hat dann verackt? Hey, bleib hier! Ach, der andere hat es auch bemerkt und der Plünderer ist gerade irgendwo völlig anders unterwegs. Okay, der andere haut ab. Von hier kannst du den Schlag machen. Hat er überhaupt seine Antennen, um Verstärkung zu rufen? Oh, ich habe mich echt jetzt nicht getraut. Ich will zumindest versuchen, einen Schlag irgendwie hinzukriegen. Denn vor zwei von den Viechern habe ich dann doch schon gewaltigen Respekt. Ach, und stimmt, das sind ja verdorbene Maschinen. Von daher haben sie natürlich auch eine Schwäche gegen Feuer. Vielleicht erstmal in Schock versetzen. Wäre natürlich gut, wenn beide irgendwie auf einer Stelle wären. Gar nicht, willst du mich verarschen? Und der Plünderer, den ich wusste, dass genau der Typ dann noch rumnervt. Ey Leute, lauf! Ja, du scheiß Plünderer, ne? Ich hätte dich zuerst umbringen sollen. Oh, und scheiß Verderbnis. Hüpf, hüpf, hüpf.
Ja, genau das wollte ich. Verbrenne. Voll in den Arsch. Also, nee, so zwei. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Irgendwie auf jeden Fall ins Wasser getrieben. So, dreh dich um, Arschloch. Ja, natürlich merkt er das. Scheiß Mist, wie fair. Piss dich. So, einen hätten wir dann noch. Der bis dato kaum Schaden genommen hat. Ja, natürlich in dem Moment bewegt er sich wieder weg. So, jetzt aber. Ich hoffe, dass jetzt die Feuerpfeile auch ausreichen. Stufe 26 übrigens erreicht. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Warum haben wir jetzt einen Stufenaufstieg bekommen? Alter, lauf doch nicht in den Baum, Eloy. Sind auch viel zu agil, die Viecher. Und wirklich viel Schaden bekommen die auch nicht. Alter. Ich glaube, ich muss da echt meine besseren Pfeile für verwenden. Die machen mächtig mehr Schaden. Wieder nichts und bleib am Baum hängen. Ist das nicht schön? Alter, ich treffe auch gerade wirklich nichts. So, jetzt. Ja, und wieder ist er ausgewichen. Meine Fresse. 6000 Erfahrungspunkte. Hier draußen weiß der Schnee ganz schön. Ja. Das hätte ich jetzt in dem Moment genau so auch gesagt. Meine Herren, also Langbeine, gefährliche Gegner. 42% Eisspule. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Was haben wir hier noch? Quests haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Und ein paar Schatzkisten haben wir auch noch. Plündern wir mal eben alles. Stürmerlinse. Wir haben noch keinen einzigen Stürmer gesehen. Und wir können nichts mehr tragen. Was zur Hölle? Da muss ich mich erstmal richtig positionieren. Das glaube ich ja gar nicht. So, und vor allem Inventar Modifikation. Müssen wir mal wieder ein bisschen was wegschmeißen. Das mal weg. Handhabung 6% weg. Weg. 6% Schock weg. 6% Eis weg. Wäsch. So. Haben wir erstmal wieder ein bisschen was frei. Und können die schöne Spule mitnehmen. Noch eine Kiste. Echohülsen nehme ich immer sehr gerne. So, gut. Haben wir das irgendwie wieder geschafft? Betonung liegt auf irgendwie. Holy shit. Und mit dem... Oh, der Part hat da schon wieder fast Überlänge.
Holy shit, ich wollte eigentlich nochmal kurz da beim Gebäude gucken. Das machen wir jetzt auch nochmal eben gemeinsam. So, noch ein bisschen Kräuter direkt mal zu mir nehmen. Ich glaube, was ich offscreen jetzt als nächstes machen werde, ist erstmal tatsächlich meinen Medizinbeutel füllen. So, der ist auch gleich zu uns nehmen. Was haben wir denn da? Ach, die alten Trümmer, die wir schon aus der Ferne gesehen haben. Und wir haben tatsächlich nicht mehr Platz. Kein Platz mehr für gar nichts. Oh, was kann ich denn mal hier wegschmeißen? 15 Kühlsaft, weg damit. Pflanzen 5 Stück, 2 Stück. Davon haben wir auch schon wieder viel, viel, viel zu viele. Ein bisschen Zünder kann noch weg. So, da roll ich glatt gegen die Mauer. Und gleich noch einmal. Mann, was ist denn da los? Also dieser Part war irgendwie kampftechnisch ein bisschen von Fails begleitet. Haben wir hier noch irgendwo was? Hier könnte man eigentlich auch ganz gut was verstecken. Ich habe da nämlich noch ein Objekt auf dem Radar. Aber wo genau? Hä? Wo ist das? Da ist noch ein kleiner Textdatenpunkt. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, den schauen wir uns erst beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt, Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich werde jetzt erstmal offscreen, wie angedeutet, den Medizinbeutel ein bisschen füllen. Und dann sehen wir uns, ja, hoffentlich ein bisschen fitter, ein bisschen gesunder und ein bisschen kampferprobter beim nächsten Mal. Genau an dieser Stelle wieder, wo wir uns das Textdokument dann anschauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.